Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Dinge, die ich zu Hause immer und immer und immer und immer und immer wieder mache. Wir machen Linsensuppe. Leute, es gibt in der Tat kein Rezept, keinen Klassiker, den ich öfters mache im Thermomix als diese Linsensuppe. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Wir machen Linsensuppe und für Linsensuppe braucht man natürlich Linsen. Ich bin ganz ehrlich, bei uns zu Hause läuft es meistens so, dass wir vormittags zusammen uns überlegen, was können wir denn heute Abend essen? Und dann kommt der Spruch, ich hätte mal wieder Lust auf Linsensuppe. Problem, Linsen einweichen dauert einen Tag, aber man will die Linsensuppe ja am gleichen Abend haben. Deswegen gibt es diese Linsensuppe, die ich euch jetzt zeige, bei uns zu Hause normalerweise mit roten Linsen oder anderen Linsen, die man nicht einweichen muss. Für euch habe ich mir aber die Mühe gemacht und gestern extra den Timer gestellt, um Linsen einzuweichen, und zwar 250 Gramm in 700 Milliliter Wasser. Das reicht, wenn ihr das über Nacht macht. Wichtig ist, dass ihr es macht. Eine Zwiebel habe ich für euch vorbereitet. Die kommt hier in den Mixtopf. Ich habe die schon geviertelt und wird wie üblich 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Wir schieben das Ganze mit dem Spatel nach unten und jetzt kommt auch eine Variante, die ich zu Hause in der Regel nicht mache, die ich eigentlich gar nicht mache, weil wir uns zu Hause nahezu vegetarisch ernähren. Speckwürfel, Hammer. 200 Gramm kommen hier hinein. Das Ganze wird jetzt 3 Minuten auf 120 Grad erhitzt und zwar in Stufe 1. Wir sehen uns gleich wieder. Als nächstes kommen 200 Gramm Kartoffeln, die habe ich schon so grob gewürfelt, hinzu. 150 Gramm Knollensellerie, muss ich mal dazu sagen, weil man könnte es ja mit Staudensellerie verwechseln. Und 150 Gramm Möhren. Das Ganze wird jetzt nochmal 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinert. Dann geben wir 150 Gramm Porree hinzu in Ringen, ja, Lauch, sowie die Linsen mit dem Einweichwasser. Falls ihr Linsen ohne Einweichwasser nehmt, also quasi Fertiglinsen, müsst ihr die Wassermenge natürlich ein bisschen anpassen. Man braucht so etwa 1 Liter. Ich mache das zu Hause nach Gefühl. Ich kann aber mal genau nachschauen, wie ihr das am besten macht. Und dann schreibe ich euch das in die PDF, die findet ihr in der Beschreibung. Zusätzlich zum Einweichwasser und den Linsen müssen noch 450 Milliliter Wasser hinzu. Wie ihr seht, der Kessel ist jetzt echt ziemlich voll, aber trotzdem ist es so, ich kann euch da beruhigen, wenn ihr noch einen alten Thermomix habt. Ich habe dieses Rezept genauso schon im TM31 gekocht. Bisschen Würze muss noch rein und ich nehme da einen großen Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch einen Gemüsebrühwürfel reinwerfen oder auch einen Fleischbrühwürfel, passt hier auch optimal. Ich rühre das so ein bisschen unter, dass das nicht oben auffliegt. Einmal so mit dem Spatel ein bisschen unterheben alles. Und nun wird das Ganze gekocht und zwar 30 Minuten. Auf 95 Grad, also nicht gekocht, weil das wäre ja dann 100 Grad. Wir machen Stufe 1 und zwar Linkslauf, damit die Linsen schön erhalten bleiben. Bis gleich. Minuten sind um und wir nähern uns dem letzten Arbeitsschritt. Natürlich gehört in eine Linsensuppe eine unglaublich wichtige und für mich absolut unverzichtbare Zutat und das ist Essig. 30 Gramm davon kommen hier hinein und ich bin ganz ehrlich, mir reichen diese 30 Gramm, die da drin sind, nicht. Ich stelle den immer noch mal auf den Tisch und mache noch was davon nach. Außerdem habe ich noch 2 dicke Brühwürstchen für euch, die kommen ebenfalls noch hinein und da das jetzt alles schon sehr fest ist hier, ich rühre die schon mal so ein bisschen mit dem Spatel in die Linsensuppe ein. Ihr könnt auch schon abschmecken, ob noch ein bisschen Salz fehlt oder so. Ich mache das lieber am Schluss, weil die Würstchen ja auch noch mal ein bisschen Aroma abgeben. Das Ganze jetzt noch einmal 4 Minuten
auf 95 Grad und dann wird endlich gegessen. Es ist soweit. Der für mich immer schönste Moment hier in der Wunderkesselküche ist das Abschmecken, das Probieren, das für euch Essen, nicht nur vor euch. Bei dieser Suppe hier brauche ich ehrlich gesagt gar nicht zu probieren, ob sie schmeckt. Ich weiß, dass sie schmeckt, weil ich sie schon einige Male selbst gemacht habe. Das ist, wie gesagt, unser Klassiker zu Hause. Aber trotzdem werde ich es mir nicht nehmen lassen, jetzt hier vor der Kamera einen Löffel für euch zu verspeisen. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr den Kanal abonniert, dann bekommt ihr hier die besten Rezepte zum Thermomix. So wie dieses hier. Mein persönlicher Favorit heute. Die Linsensuppe. Ich wünsche euch alles Liebe, guten Appetit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.